Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Bereitstellung von öffentlichen Investitionsmitteln durch das Land Hessen ist nicht weniger als ein Eingeständnis darin, dass die Privatisierung unseres Universitätsklinikums Gießen und Marburg vor fast genau auf den Tag 16 Jahren durch eine CDU-geführte Landesregierung krachend gescheitert ist. In einem europaweit einmaligen Vorgang verscherbelte CDU-Ministerpräsident Roland Koch ein ganzes Universitätsklinikum für den Bruchteil seines eigentlichen Wertes und gegen den breiten Protest einer ganzen Region. Der Schnäppchenpreis von damals 112 Millionen Euro wurde, darauf hat die Kollegin Sommer ja hingewiesen, damit gerechtfertigt, dass der private Betreiber, die Rhön Aktiengesellschaft, auf öffentliche Investitionsmittel verzichtet. Der Konzern brüstete sich in aller Deutlichkeit damit, er könne das Klinikum besser betreiben als das Land. Und was müssen wir heute feststellen? Das Geschäftsmodell über eine massive Ausweitung von Fallzahlen, über kreditfinanzierte Investitionen in den Gebäudebestand, eine kräftige Rendite für die Aktionäre auf dem Rücken von Beschäftigten und Patienten zu erwirtschaften. Dieses Geschäftsmodell ist nicht aufgegangen. Und wenn ein milliardenschwerer Konzern, der Millionen Gewinne macht, jetzt nicht mal in der Lage ist, medizinisch notwendiges Gerät zu kaufen, dann ist das doch ein absolutes Eingeständnis in dieses Scheitern. Und wie das bei Privatisierungen so oft ist, wenn es im Sinne der Investoren nicht so richtig rund läuft, dann wird eben genau dann auch nach öffentlichen Geldern gerufen. Und dabei, das ist heute noch gar nicht gesagt worden, sind bis heute noch nicht mal alle bereits bestehenden Investitionsverpflichtungen durch den Konzern eingelöst worden. Und es ist auch mindestens fraglich, ob der Konzern überhaupt ein Recht darauf hätte. Und das geben Sie ja auch zu, CDU und Grüne, in Ihrem vorgelegten Antrag. Eine Auseinandersetzung nur über die Frage, ob dieses Anrecht überhaupt besteht, das haben Sie sich gar nicht zugetraut, so wie Sie es auch offenherzig in Ihrem Entschließungsantrag bekunden. Ein Streit mit Asklepios, schreiben Sie da, würde zu Verunsicherungen und Belastungen führen. Nein, meine Damen und Herren, nicht ein etwaiger Streit mit Asklepios würde zu Belastungen und Verunsicherungen führen, sondern die Privatisierung und die daraus resultierenden Zustände, die führen zu Verunsicherungen und Belastungen von Beschäftigten und Patienten und der Bevölkerung in der Region. Und man muss sich doch noch einmal vorstellen, unter einer grünen Wissenschaftsministerin, die nach eigenen Angaben immer gegen die Privatisierung gewesen ist, wird die Privatisierung nicht nur nicht rückgängig gemacht, sondern sie wird auf weitere 10 Jahre zementiert. Eine grüne Wissenschaftsministerin macht über 450 Millionen Euro, das 4,4-fache des Kaufpreises locker für Deutschlands größten Klinikkonzern und bekommt dafür nicht einmal 1% Erhöhung der Anteile des Landes. 450 Millionen, nicht mal 1% Erhöhung der Anteile. Die Anteile werden nicht erhöht, der öffentliche Einfluss nicht systematisch ausgebaut. Das Klinikum, das bleibt in der Hand einer Aktiengesellschaft und Spielball auf den Finanzmärkten. Ja, bei einem solchen Deal fragt selbst die wirtschaftsnahe FAZ, wieso soll der Minderheitseigner eigentlich mehr investieren als der Haupteigentümer, meine Damen und Herren. Das fragt selbst die FAZ, eine grüne Wissenschaftsministerin. Meine Damen und Herren, am UKGM und alle, die mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen, wissen das, geben Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte, Kollegen in der Reinigung, Küche und Verwaltung, Medizinstudierende und Tätige in Forschung und Lehre tagtäglich unter ganz schwierigen Bedingungen ihr Bestes für unser aller Gesundheitsversorgung. Sie haben es verdient, dass die Landesregierung sich endlich ihrer Belange annimmt und es nicht dabei bewenden lässt, wie Schwarz-Grün es tut, das machen wir doch. Es seien doch mit diesem Deal Sicherheiten für die Beschäftigten erreicht worden. Die Wahrheit ist, die bereits bestehenden Verpflichtungen, die haben Sie verlängert, die aus der Vereinbarung von 2017. Und das haben Sie sich sehr, sehr teuer erkauft. Eine Ausweitung der Maßnahmen gegen Pflegenotstand, Stärkung und Weiterentwicklung von Tarifverträgen oder die Rückholung bereits ausgegliederter Bereiche, all das ist nicht erfolgt. Keine Verbesserungen für die Beschäftigten, lediglich ein Festschreiben des Status quo. Und das ist viel zu wenig.
Und Sie können sich auch nicht rausreden mit der Wiederaufnahme der Change-of-Control-Klausel, weil die kommt jetzt 1,5 Jahre zu spät. Und Sie wollen das Klinikum ja gar nicht zurückkaufen. Was schreiben Sie denn eine Change-of-Control-Klausel rein, wenn Sie gar nichts dafür tun, das Klinikum wieder in öffentliches Eigentum zurückzuführen? Wir haben eine Petition von 18.000 Menschen. Wir haben ein Gutachten, wie auf der Basis von Grundgesetz und hessischer Verfassung eine Rückführung möglich ist. Und dafür werden wir als Linke uns weiter einsetzen.